Hi Leute, hier ist Heikarp Christian. Ich dachte, dass ich mal wieder hingehe und die lustigen Kommentare kommentiere, die ich bekomme. Ich werde das nicht so machen wie beim letzten Mal. Das Video habe ich euch mal hier oben verlinkt, wo ich einfach einen Mukbang daraus gemacht habe, Datteln gegessen habe, während ich einfach die ganzen Kommentare hintereinander durchgelesen habe und mich darüber vollkommen amüsiert habe, sondern ich habe ein Muster hinter den verschiedenen Kommentaren erkannt und deshalb wollte ich einfach exemplarisch diese Muster ansprechen und vielleicht ein, zwei Beispielkommentare. Das ist nämlich ebenfalls lustig. Zunächst einmal frage ich mich ohnehin, wie Leute mir sowas schreiben können und denken, dass mich das irgendwie emotional mitnimmt. Vor einigen Jahren, als ich mit YouTube und mit Bloggen angefangen habe, bin ich immer tierisch darauf abgegangen, wenn jemand mich beleidigt hat, weil ich es nicht kannte, dass man Leute einfach so beleidigt. Aber das ist im Internet anscheinend so und was das angeht, habe ich da irgendwie inzwischen so ein Plexiglas vor und das prallt ab und ich mache mich darüber nur lustig, wie in diesem Video, weil ich finde, dass solche Leute der Lächerlichkeit preisgegeben gehören und ich es schade finde, dass Leute ernsthaft denken, dass das ja eine richtige Konversation ist. Und ich kann auch schon mal ankündigen, falls jemand irgendwann mal die Dreistigkeit besitzen sollte, mir wie anderen YouTubern Morddrohungen zu schicken, glaubt mir, ich kenne Anwälte, Leute. Also die ersten Argumente sind die schwachsinnigen Argumente, die Argumente, die einfach überhaupt keinen Sinn ergeben. Sowas wie dieses hier. Immerhin hat er, und damit ist Nikocado Avocado gemeint, keine 11 Millionen Juden und andere Leute in Züge getan wie Vieh und sie vergast haben. Du hast kein Recht zu reden, überhaupt keins. Du bist das Blut des Nationalsozialismus, warum du so angezogen bist zum autoritären Lebensstil des Veganismus. Erstmal bin ich quasi das, was wahrscheinlich AfD-Leute Passdeutsch nennen würden, weil meine Eltern aus Polen kommen. Das heißt, eigentlich wäre ich damals auch eine verfolgte Minderheit gewesen. Eigentlich wäre ich aus drei Gründen damals eine verfolgte Minderheit gewesen, 1933 bis 45. A, ich bin Atheist. Vier Gründe. A, ich bin Atheist. B, ich bin Sozialist. C, ich bin Slave. Die wollte Hitler ja sowieso alle umbringen. Und ich bin homosexuell. Dementsprechend macht dieser Kommentar gar keinen Sinn und das ist ein Vorbild für einen schwachsinnigen Kommentar. Dann gibt es die Aussehens- oder die Akne-Argumente, wie ich sie nenne. Ich habe Akne im Gesicht, Leute. Das habe ich nie verheimlicht. Das war mir am Anfang, als ich angefangen habe, YouTube-Videos zu machen, unfassbar peinlich, weil ich dachte, dass ich Veganismus halt irgendwie scheiße repräsentiere und die Leute dann sagen, ja, wenn man sich Heikarp Christian anguckt, sieht man ja, wie toll Veganismus ist. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ach, so ein Blödsinn, das denken Leute nicht. Oder? Du bist Schwachsinn. Du siehst jedenfalls nicht gesund aus. Dein super Hautbild zeigt uns allen, wie gesund du dich ernährst. Es ist einfach zwecklos, begeisterte Nutzer einer großartigen Webseite wie Zentrum der Gesundheit mit schwachsinnigen, peinlichen Argumentationen und naiven, egozentrischen Auftritt schlecht zu machen. Besonders, wenn man mit eigenen Problemen nicht zurechtkommt. Wie wäre es in deinem Fall mit Silizium oder brauner Hirse? Da braucht man, glaube ich, auch nicht weiter drauf eingehen. Das basiert halt auf der komischen Vorstellung, dass alle Erkrankungen ernährungsbedingt sind. Und das ist nicht so. Also ganz ehrlich, ich ernähre mich jetzt seit Jahren High Carb, vegan, pflanzlich. Und es hat was gebracht, es hat es nicht vollkommen weggemacht. Medikamente bringen mir halt mehr. Hautbehandlungen bei der Kosmetikerin bringen mir auch mehr als eine Ernährungsumstellung. Und nein, Nina und Randa ist kein Beweis dafür, dass man, dass jeder sowas erleben wird, wenn man sich nur möglichst High Carb und ölfrei ernährt. Ne? Man braucht, um sowas zu widerlegen, nur ein einziges Gegenbeweis. Tada! Das sind auch Argumente, die ich nicht wirklich ernst nehmen kann, weil sie halt nur gegen... Es ist nicht gegen meine Aussagen gerichtet, es ist nur gegen eine körperliche Fehlfunktion von mir gerichtet. Das ist... Ich kann auch nichts dafür, dass Bakterien es so geil finden, meinen Hautteig zu essen. Finde ich auch nicht super, aber ich frage mich immer so, das ist so wie ein Veganer humpelt und dann, ja... Du kritisierst Zentrum der Gesundheit, weil du mit deinem eigenen Humpeln nicht zurechtkommst oder so. Hä? Dann gibt es die Homosexualitätsargumente und die bekomme ich eigentlich weniger auf YouTube, weil ich glaube, dass das da sozial irgendwie weniger akzeptiert ist, Leute wegen Homosexualität zu beleidigen. Schade, dass das überhaupt irgendwie bei irgendjemandem sozial akzeptiert ist, weil ich finde, wir sollten uns alle so akzeptieren, wie wir sind. Und es wird dann immer kritisiert von manchen Leuten, dass ich halt tuntig rede oder so und ich denke halt, ja ganz ehrlich, ich rede halt, wie ich rede. So rede ich schon immer und ich komme damit gut klar und habe jetzt auch keinen Grund, die Art und Weise, wie ich rede, irgendwie zu verändern. Und das ist so ein Kommentar, den ich zum Beispiel auf Facebook bekommen habe. Wieso redest du in deinen Videos so tuntig? Ernst gemeinte Frage.
Und weil ich wusste, dass das keine ernst gemeinte Frage ist, sondern dass es einfach ein homophobes Arschloch ist, habe ich geschrieben, keine Ahnung, warum bist du so ein Arschloch? Und dann die Rückantwort von dem Typen, wo ich wirklich überrascht war, war, ich habe dich nur gefragt, warum du so tuntig sprichst und nicht einfach normal. Warum müsst ihr direkt immer jeden anschwulen mit eurer Krankheit? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich finde, dass wenn ich inzwischen 5000 Abonnenten habe und mindestens auf jedem Video 1000 Views bekomme, wenn 1000 Leute mitbekommen, dass ich mich gegen Homophobie einsetze, dass ich mich gegen jede Art von Phobie einsetze, wobei ich Homophobie nicht als Phobie bezeichnen würde, sondern man ist dann halt einfach ein Arschloch, werde ich dir das auch weiterhin nutzen. Und das mache ich dann so tuntig, wie ich will. Also ganz ehrlich, wenn jemand ein Problem damit hat, wie ich rede, dann guckt euch meine Videos nicht an. Es gibt auch Leute, deren Videos gucke ich nicht, weil ich finde, dass sie eine unfassbar nervige Stimme haben. Also wenn ihr findet, dass ich eine nervige Stimme habe, müsst ihr meine Videos nicht gucken. Das ist doch so einfach. Und was es dann natürlich auch gibt, das sind die Spam-Argumente bzw. das Omni-Bullshit-Bingo, wie ich es nenne. Das sind dann Leute mit solchen Kanalnamen wie der Anti-Veganer, die sich explizit gegen den Veganismus aussprechen und mir dann unter jedes verdammte Video von mir einen DIN A4 Seiten langen Kommentar packen. Den Punkt, dass Tierprodukte aus dem Supermarkt ethisch nicht zu vertreten sind, kann ich nicht folgen. Auch diese Viehzüchter müssen sich schlichtweg an die Tierschutzgesetze halten. Keine Ahnung, wie du auf den Gedanken kommst, dass Milch da nicht ethisch vertretbar wäre. Milchviehzüchter haben in Deutschland in der Bestandskurse eine der größten Scheren zwischen großen und kleinen Betrieben. Molkereien haben Fischzulieferer. Ich kenne keine Viehzucht, die so um das Tierwohl bedacht ist wie in der Milchwirtschaft. Ich sehe es nicht ein, mit Trollen zu diskutieren, die ganz offensichtliche Trolle sind und die die nicht mal die Basics von der veganen Ethik drauf haben und ernsthaft sagen, dass es willkürlich wäre, dass man es hinnimmt, dass Kartoffelkäfer und Kakerlaken bei der Ernte von Kartoffeln ums Leben gebracht werden, weil das ja das gleiche ist, wie ein Huhn zu schlachten und es in den Kochtopf zu werfen. Es ist nicht das gleiche und wenn jemand meint, mir so etwas unter 5 verschiedene Videos posten zu müssen und jeweils da so ein Ding stehen hat, tut mir leid, der wird dann von mir gebannt. Aber manche Leute verstehen das dann nicht, dass man genug von deren Kommentaren hat, sondern sie schreiben einem dann auch noch eine E-Mail. Mal eine ernste Frage an dich. Glaubst du eigentlich ernsthaft, dass es deinem Veganismus gut tut, wenn du kritische Kommentare auf deinem Kanal zensierst? Nein, ich zensiere keine kritischen Kommentare. Ich zensiere Schwachsinn und Trolle. Was willst du damit erreichen? Anerkennung, nur positives Feedback? Nein, das stimmt nicht mal. Mein ZDF-Video hat auch viel Kritik geerntet von Leuten und ich lasse das halt stehen. Meine Güte, jedem seine eigene Meinung. Schmeckt es dir nicht, dass man auch anderer Meinung sein kann und dass deine Ethik eben nicht das Maß aller Dinge ist? Hä? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Eigentlich habe ich gedacht, da mal einen zu entdecken, der etwas weiter ist als 99% der Veganer. Aber anscheinend reißt du dich genau unter den anderen damit ein und betreibst auf deinem Kanal Zensur. Nur wieso? Die Sache ist, dass ich es nicht als meine Aufgabe sehe, mit solchen Leuten zu diskutieren. Wenn jemand nicht mal die Bestrebung hat, zu verstehen, warum Veganer so handeln, wie sie handeln, sondern meinen, direkt DIN A4 Seiten lange Texte schreiben zu müssen, warum das ja alles so unlogisch und willkürlich ist und sich dann aber auch noch der Anti-Veganer zu nennen, also quasi so nach dem Motto, da man auch noch hausieren geht, dass man gegen etwas ist, was man nicht versteht, das muss ich auf meinem Kanal nicht stehen lassen. Tut mir leid, vor allem, weil es mein Kanal ist. Ich bin nicht irgendwie eine öffentlich-rechtliche Bildungsanstalt, sondern mein Kanal ist mein Kanal, mein Freiraum. Das sind so ein paar von den lustigen Kommentaren, die ich bekomme. Wenn ihr weitere lustige Kommentare von mir sehen wollt, dann abonniert mich gerne auf Instagram. Ich poste da auch ab und zu welche, will das ja jeden Dienstag machen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das hier gerne tun. Das würde mich unheimlich freuen. Wir sind inzwischen schon 5000, das ist echt crazy. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!